Ihren Hausarzt Dr. Georgi in Lichtenberg kennt Jacqueline Klinger schon sehr lange. Vor einigen Jahren war sie wegen einer Krebserkrankung aber angewiesen auf Fachärzte. Da brauchte ich einen Facharzt für ein MRT, ich brauchte einen Facharzt für ein CT, ich brauchte einen Kardiologen. Sie hatte Glück, wurde schnell fündig, auch weil ihr über die App Doktolib freigewordene Termine angezeigt wurden und sie bereit war, quer durch die Stadt zu fahren. Sie kennt aber Leute, die Probleme hatten bei der Facharztsuche. Mein Mann und auch mein Vater, beide brauchten einen Kardiologen. Beide Ärzte, die sie sich aufgesucht hatten, haben gesagt, sie nehmen keine neuen Patienten, nur Akutpatienten. Das passiert häufig, weiß Hausarzt Thomas Georgi. Das Problem, geeignete Fachärzte zu finden, sei in seiner Praxis jeden Tag Thema. Es hat sich deutlich verschlechtert. Es ist für die Patienten insgesamt viel aufwendiger geworden, sich einen Facharzttermin zu besorgen oder zu organisieren. Einfach, weil es auch weniger Facharzte gibt, weniger Facharzttermine gibt, mehr Untersuchungen gibt, ein höheres Anspruchsdenken der Patienten. Und das führt insgesamt letztendlich dazu, dass dass Facharzttermine deutlich verknappt sind. Einige Beispiele. In Neukölln gibt es zu wenige Hautärzte. Der sogenannte Versorgungsgrad liegt hier nur bei rund 60% statt bei 100. In Treptow-Köpenick gibt es zu wenige HNO-Ärzte. In Marzahn-Hellersdorf mangelt es an Frauenärzten, Urologen und Augenärzten. Die Kassenärztliche Vereinigung ist der Meinung, dass die sogenannte Neupatientenregelung von 2019 eigentlich in die richtige Richtung ging. Sie ermöglichte es Ärzten, neue Kassenpatienten immer zu 100% abrechnen zu können. Doch ausgerechnet diese Regelung wurde im vergangenen Jahr gestrichen. Gerade in Berlin ist das so, dass ca. 15-20% der Leistungen innerhalb des Budgets nicht bezahlt werden. Und insofern ist es natürlich unattraktiv, für Praxen neue Patientinnen bei gleichbleibendem Budget aufzunehmen. Zumal es ja auch dazu geführt hat, dass die Kolleginnen und Kollegen sehr gefrustet waren und auch das Vertrauen in die Politik verloren haben. Bei dringenden Fällen tut Thomas Georgi, was er kann, damit seine Patienten nicht ohne Facharzt dastehen. Das sind einmal eben diese hausärztlichen Vermittlungsfälle, wo man dann den Patienten zu einer bestimmten Praxis schickt, die dann auch auf dem Überweisungsschein mittels Betriebsstättennummer vermerkt wird. Oder aber es gibt diese sogenannten Dringlichkeitscodes, mit denen dann die Patienten sich an die Terminservicestelle, an die Kassenärztliche Vereinigung wenden können und sich dann dort einen Termin vermitteln lassen können. Was immer helfe, sei Flexibilität. Sofern es den Patienten möglich sei, sollten sie auch mal weitere Wege in Kauf nehmen, empfiehlt Georgi. Jacqueline Klinger hat genau das getan. Bei dem einen Termin musste ich von hier bis nach Zehlendorf fahren, aber ich hatte ihn innerhalb des nächsten Tages. Doch nicht alle können so flexibel sein und, wie Jacqueline Klinger, so schnell genau die Behandlungen bekommen, die sie brauchen.